Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Wir sind wieder bei Tatort Tisch der Stube und heute geht es um die Hobelbank. Genau, der Erich war vorbereitet. Wir haben uns, wie lange haben wir uns vorbereitet auf das heutige Thema? 2 Stunden. 2 Stunden circa, ja. Das ist eine französische und eine deutsche. Es gibt, wahrscheinlich gibt es noch andere auch, aber das sind die Modelle, die man so bei uns hier kennt in der Region. Die französische ist meiner Meinung nach die angenehmere zum Arbeiten. Erich, was ist deine Meinung dazu? Ich weiß nicht. Kommt darauf an, was man macht. Genau, ja. Hier ist der Vorteil, hier kann man was durchspannen und kann es hobeln, bearbeiten. Das geht bei der Deutschen nicht. Bei der Deutschen hat man hier ein Brett. Wie heißt dieses Brett? Druckbrett, glaube ich. Genau. Und hier kann man was einspannen, dann steht man hier an. Wenn man jetzt aber was hobelt, Erich, kannst du kurz, dass man das sieht, was ich hier finde, wenn man jetzt was hobelt, dann drückt man das quasi hier an und man muss es nicht so fest anspannen und hinten liegt es sowieso auf einem Bankknecht auf. Ein Bankknecht ist quasi eine dritte Hand, die man hat zum Halten. Ich werde euch das kurz zeigen. Hier habe ich auch einen Bankknecht. Erich, wie sagt man dazu, wenn ich 2 nebeneinander stelle? 2 Bankknecht. Ich weiß es auch nicht. Das sind spannende Fragen, oder? Ja, ja. Auf jeden Fall ist hier ein Dürl, das im Falz zu wenig Luft hat. Hier ist es angezeichnet. Kann man das sehen? Hier ist es angezeichnet. Der Falz. Das spanne ich jetzt hier ein. Hier habe ich gleich ein Problem. Hier ist das Schloss. Da. Jetzt brauchst du. Jetzt würde das hier ein wenig nach. Jetzt könnte ich das so. Naja, das ist. Jetzt würde ich das hier. Da muss ich es so geben und hier haben wir schon den Nachteil an der französischen. Wenn ich das jetzt nur so einklemme, zieht es mir diesen Balken schräg. Siehst du das? Jetzt muss ich hier was beilegen. Sollte dann vielleicht so stark sein wie das. Ja, aber das muss man dann wieder suchen im Stress. Ach das, so. Also wenn ich jetzt was arbeite, der Erich ist jetzt fast niedergefallen. Warum ist das so? Weil wir schlecht vorbereitet. 2 Stunden sind eindeutig zu wenig. Auf so ein Video muss man sich mindestens 2,5 Stunden vorbereiten. Auf jeden Fall kann man jetzt ordentlich andrücken. Es liegt ja auch. Bei dieser Hobelbank wäre dieses Problem jetzt nicht der Fall gewesen, denn der Druck, das Druckbrett kann sich nicht verziehen, wenn man es, ja, auf jeden Fall, das ist einmal der Nachteil. Jetzt nehme ich mir den Simshobel aus dem Werkzeugschrank heraus. Diesen Werkzeugschrank, den habe ich selbst gemacht. Man sieht es in einem Video. Das Video heißt Werkzeugschrank, glaube ich, wie vor 100 Jahren. Diese Hobelbank ist von der Firma Johann Weiß und Sohn. Diese Werkzeugschränke wurden damals auch gebaut von dieser Firma. Auch ganz viele Hobeln haben diese Tischler Bedarfsmanufaktur hergestellt. Und das war jetzt nur so am Rande. Dieser Hobel ist keiner von ihnen, aber das kann man jetzt mit der Hobelbank machen. Ich kann jetzt hier, hier muss ich von der anderen Seite, sonst bricht das aus. Jetzt kann ich hier diesen Falz nachhobeln und kann genau auf den Strich hingehen, wo ich vorher angestanden bin. Ja, jetzt noch einmal so, weil es ausreißt. So passt das eigentlich, oder Erich? Einmal noch hier. So, jetzt haben wir das nachgehobelt. Das geht mit einer Hobelbank eigentlich sehr gut. Mit was anderem würde das eigentlich nicht so gut gehen, wenn man das einspannt liegend, oder Erich? Also, das ist so eigentlich das Beste. Hier vorne kann man was einspannen bei einer Hobelbank, aber das ist eher das hier ungeeignet. Hier vorne könnte ich einspannen, zum Beispiel, wenn ich jetzt Fingerzinken, Schwanzzinken schneide, kann ich das hier einspannen und kann mit der Säge sägen. Kann mir das schräg einspannen, dass ich quasi in 90 Grad schneiden kann und kann hier runterschneiden. Für das ist die Hinterzange ideal. Das ist die Hinterzange und wo man den Unterschied zwischen Deutsch und Französisch erkennt, zu dieser Zange sagt man Vorderzange. Auch bei der Deutschen ist das hier die Vorderzange. Dann gibt es noch die Bankhaken, Erich. Kennst du die? Ja. Die Bankhaken, hier kann man Metall. Ein Teil einspannen und kann
quasi die Fläche putzen, hobeln, kann es so einspannen, kann die Kanten bearbeiten mit einem Profilhobel. Also für das sind die Bankhaken gut. Hier ist noch eine Beilade, sagt man dazu. Das ist zum Ablegen von diversen Sachen, von Kleinigkeiten. Sollte nicht so vollgemüllt sein, wie sie hier ist. Sie sollte eigentlich immer sauber gehalten werden. Dann gibt es noch eine Lade. Da hat man so Stemmeisen eventuell drinnen. Und unten ist das Gestell. Das Gestell bei dieser Hobelbank wurde noch zusammengezapft, also mit Schlitz und Zapfen und eingeschnittenen Zapfen und verkeilt. Und im Werkzeugschrank befindet sich alles Werkzeug, wo früher quasi auf einer Hobelbank damit gearbeitet wurde. Also die Sägen, Japansägen waren damals nicht in Gebrauch, eher eine Zinkersäge, Feinsäge. Die Gestellsägen sind neben der Hobelbank meistens gestanden oder am Kasten gehangen und so wurde an einer Hobelbank gearbeitet. Fällt dir noch was ein, was man darauf, also was es gibt zum, ich habe eine super Sache noch, da musst du aber jetzt mitkommen, Erich. Das ist eine andere Hobelbank, die ich hier noch habe, auch eine deutsche. Ich hoffe, du kannst da her sehen. Hier, siehst du das? Das konnte man rausschlagen, zum Hobeln war das. Da kann man das zu hobelnde Teil an, das ging quasi schneller, man musste nichts einspannen. Und wenn man mit Hobeln fertig war, hat man das wieder bündig geschlagen und konnte wieder auf der Hobelbank streichen, schleifen und so weiter und so fort. Hier gibt es sogar eine Beschreibung von der Hobelbank. Hier kann man kurz halten. Hier ist eine Bankplatte, dann Bankhakenloch, das sind die Löcher, wo die Bankhaken drin sind, die Beilade, die Vorderzange, die Hinterzange, Gestell, die Zange, also das Gestell, die Schublade, der Zangenschlüssel und die Zangenspindel. Das haben wir noch vergessen, also die Zangenspindel und der Zangenschlüssel. Was ist der Zangenschlüssel, Erich? Da muss ich jetzt hingehen am Plan und muss schauen, was der Zangenschlüssel ist. Zangenschlüssel. Okay. Das hier ist der Zangenschlüssel, Erich. Mhm. Der Griff eigentlich. Eigenartige Geschichte. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben es mit dem Thema Hobelbank. Falls es noch Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare hinein. Wir werden das, soweit wir können, beantworten. Aber ich glaube, wir haben da jetzt einiges gezeigt, für was man eine Hobelbank alles benutzen kann. Ich arbeite sehr gerne darauf, vor allem wenn man mit Handwerkzeugen arbeitet, ist es extrem sinnvoll. Also ich hätte jetzt quasi keine bessere Möglichkeit gefunden, um diesen Falz zum Nacharbeiten. Natürlich mit der Führungsschiene und Handkreissäge, Tauchsäge wäre das natürlich ein Schnitt. Das würde auch gehen mit der Oberfräse, mit einem Bündigfräser und Anlaufring oben würde es natürlich gehen. Mit der normalen Kreissäge würde es auch gehen. Aber das war ruhig. Erich und ich könnten uns, wenn wir jetzt nicht filmen würden, normal unterhalten und ich könnte hobeln. Das wäre angenehm, oder Erich? Das Betriebsklima wäre super. Ja. Erich wäre nicht angespannt, ich wäre nicht angespannt. Der Erich will nicht angespannt sein, glaube ich, oder? Also er sagt heute nicht viel. Es sind nämlich zwischen Erich und mir schon wieder Spannungen. Es ging ums Frühstück. Erich will nicht, dass ich zu viel Leberkässemmeln esse. Wir waren bei so einer Bartherapeutin und die hat gesagt, wir müssen etwas mehr auf unsere Gesundheit. Aber das geht jetzt schon zu sehr ins Private hinein. Wir sagen danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dieses Video teilt, anderen zeigt. Wenn ihr es natürlich nicht in anderen zeigen wollt, verstehen wir das natürlich auch. Daumen drauf, gefällt mir, abonnieren und Kommentare freuen uns eigentlich auch immer sehr. Tschüss, Baba, Erich, sagst du auch noch? Tschüss. Ja, tschüss.